Ich mache in erster Linie meistens Monotypien. Aber so ist es natürlich wieder eine Möglichkeit, eine andere Technik wieder zu probieren. In dieser Technik kann man mit verschiedenen Materialien arbeiten. In dem Fall hat der Künstler mit Acryl und mit Spray gearbeitet. Und was das Besondere daran ist, ist, dass man einfach den gesamten Pinselduktus sehr schön erkennen kann und dadurch eben die malerische Komponente von Herbert Brandl bestens zur Geltung kommt. Und beim Belichten der Platten werden natürlich alle Halbtöne und Spuren mit belichtet und sind dann auch auf dem Druck erkennbar. Und weil die Druckwerkstätte kenne ich schon so lange und war lange nicht mehr da. Und ich bin jetzt froh, dass das wieder lebendig ist hier. Ja. Das gefällt mir gut dran. Ja. Und die Arbeiten haben ganz was anderes. Ich bin gespannt, was rauskommt dabei, weil es mir nie sicher ist, was rauskommt. Das wird man erst sehen, wenn man dann alle zusammen sieht, ob sie wirklich gut sind oder nicht. Ich glaube schon. Genau, also hier können Sie die Zeichnung bereits belichtet auf den Platten sehen. Und das ist unsere Matrize, mit der das Bild entsteht. Also jede Platte wird einzeln eingefärbt und übereinander gedruckt. Und so entsteht das Bild von Herbert Brandl. Jetzt, wo ich die Edition gemacht habe, in dem Zeitraum, habe ich mir wahnsinnig viele Filme angeschaut über Hiking. Hiking im Himalaya. Und das war halt sehr bunt durch diese Gebetsfahnen. Und das irgendwie in dieser Bergwüsten immer so ein schönes buntes Bild ergeben. Und nur Leuten beim Gehen zuzuschauen, war für mich schon unglaublich beruhigend. Das hat mich irgendwie beeinflusst, jetzt kann ich sagen. So, soll zwar niemand wissen, aber ich sag's jetzt. Die eingefärbten Platten wurden nun in die Presse eingelegt und richtig positioniert. Und das Ergebnis sehen wir dann gleich auf der anderen Seite. Mich interessiert das schon, vor allem die Bilder von Bergen, die interessieren mich sehr. Also weniger die Filme, aber die Filmstills, das kann ich mir dann genau anschauen. Ja, das fasziniert mich nach wie vor. Ich habe jetzt allerdings, ich gehe nicht bergsteigen und war schon ewig lang nicht mehr in der Natur draußen. Also ich bin ein total degenerierter Zivilisationsjunkie. Und so entsteht Schicht für Schicht das Endbild. Also aus diesen 6 Platten, die eben jeweils übereinander gedruckt wird, entsteht dann das Gesamtbild. Am besten ist, wenn man etwas macht, was für jemand anderen einen Sinn hat oder womit jemand außerhalb von einem selbst etwas anfangen kann. Ich hoffe, dass man damit etwas anfangen kann.